Ohne Spaß. Ich brauche gerade Nervennahrung. Meine Nerven liegen gerade richtig blank. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gesehen habt. Aber ich habe gerade ziemlich abgestunken. Aber ich habe immerhin die Mission geschafft. Die angeblich kurze Mission, die mal eben wieder 15 Minuten in Anspruch genommen hat. Und jetzt esse ich gerade als Nervennahrung mal wieder Schokolade. Watch Dogs macht mich fett, das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, ich nehme mindestens schon vom Stress her ab, aber zusätzlich wieder zu, weil ich Schokolade brauche. Na, irgendwas aufessen. So. Pfötchen an der Hose abwischen, so wie es sich gehört. Und ich habe mich gerade schlafen gelegt. Und wir sehen unten links, wir werden nicht mehr von der Polizei gejagt. Und das bedeutet, wir können uns wieder sicher auf die Straße trauen und uns wird nichts passieren. So. Nom, nom. Sorry, ich schmatz gerade ein bisschen. Was ist denn da unten los? Da baut ja fast über einen Unfall. Das gibt's doch nicht. Und sowas lässt man auf der Straße frei herumfahren? Ups, ich habe mir verklickt. So. Ich habe auch ein neues Auto freigeschalten. Aber ich brauche ein Motorrad. Ich halte das sonst nicht aus. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Dann wollen wir mal sicher die Straße überqueren. Verdammter Mist! Bitte nicht! So. Und unsere nächste Mission hat wieder was mit der Hauptstory zu tun. Einmal aufsitzen. Und wir haben wunderschönes Wetter, wie ihr seht. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verfahre. Und dass ich niemanden überfahre, ein Schild oder ein Auto. So, ich brauche grün. Wow! Alter! An dem vorbei. Oh, schön auf dem Highway. Da können wir nochmal ordentlich Stoff geben. So, und jetzt darf ich meine Abfahrt hier nicht verpassen. Und jetzt muss ich ein bisschen langsamer werden. Stoppschild. Scheißen wir drauf. Scheiß auf Stoppschild. Ich glaube, ich fahre gerade einen Umweg. Ach, aber Wahnsinn. Guckt euch die Landschaft hier an. Super schöne Grafik. Mit dem Motorrad ist das auch sehr angenehm zu steuern. Ich bin zwar eine Gefahr für die Umwelt. Wo kommen wir noch zwischen? Aber immerhin, ich lebe noch und es ist alles gut. So, jetzt muss ich hier runter und die nächste links. So. Was war das denn für ein Schrei? Habt ihr es gehört? Ohne Brücke. Das probieren wir mal aus. Ja, ja, Speed. Speed. Alter, das war ja geil. So, und hier sind wir auch schon. Da ist noch ein Parkplatz frei für uns. Komm, schieben wir noch mal ein bisschen an. Los, Aiden. Hilfe! So. Und jetzt möchte ich absteigen. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Oh, ich kann ein Sturmgewehr kaufen. Ganz schön was los hier. Mhm. Und wo gibt's die harten Sachen? Gehen wir erstmal zum Typen hier. Ich möchte einkaufen. Wie geht's Ihnen? Oh, mir geht's ganz gut. Und selbst? Ich habe aber keine 4000. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und da gibt's schon Rabatt drauf. Und ich habe erst 3390 in der Brieftasche. Kann ich mir sonst irgendwas leisten? So, wir haben... Oh, Granatenwerfer. MPs. Oh, MPs sind auch schon mal im Sportpreis hier zu erhalten. Nee, das geht noch nicht ganz. Gucken wir mal. Pistolen. Gibt es vielleicht eine Pistole, die besser ist? Die habe ich ausgerüstet. Die hat 3 von 5 Sterne. Die hier auch. Und hier haben wir noch eins. Und Patronen habe ich voll. Eigentlich muss ich hier gar nicht hin. Ich stelle gerade fest, eigentlich ist es noch viel zu früh für neue Waffen. Oh, die kann ich mir leisten. Das ist die 416er, die ich, glaube ich, gerade freigeschalten habe.
Oh, da ist auch so ein oh, vollautomatisches Sturmgewehr. Was nehme ich denn jetzt? Ich bin ja eigentlich ein Sparfuchs. Aber ich glaube, das Sturmgewehr, das nehme ich. Ja. Habe ich eine Munition? Oh, was ist das denn? In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Entschuldigung, du kommst mir ein Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blum-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Mhm. Alles ist besser, als da zu bleiben. Ja, das haben wir schon mal erledigt und das CTOS wird ein wenig angezweifelt. So. Steht mein Motorrad jetzt noch da oder? Ha, perfekt, es ist noch da. Es wurde noch nicht geklaut. Alles ist gut. Noch habe ich gute Chancen, das hier zu überleben. Können ja ein bisschen rutschig auf den Straßen sein. Wir wollen mal ein bisschen vorsichtig sein. Ah, Kack auf Ampel umschalten. Wer braucht das schon? Hui. Und jetzt fahren wir mal zur Hauptmission. Aber dadurch, dass ich mir jetzt gerade einen ordentlichen Kabums da geholt habe, kann ich mir vorstellen, dass es ums Schießen geht. Wupp. Verzeihung. Tut mir leid. So, wir parken mal in der Nebenstraße. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Okay. So, meine lieben Freunde, nachdem es unerwarteterweise an meiner Türe geläutet hat, ist es jetzt schon abends hier in Chicago. Und wir sind immer noch hier dabei, die Mission zu lösen. Ja. Von daher musste ich einen kleinen Cut einbauen. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Denn ich werde jetzt ganz still und leise versuchen, an mein Ziel zu kommen. Ich brauche nämlich den Wachen, der den Zugangscode bei sich trägt. Und den suchen wir jetzt mal. Mal schauen. Der besitzt eine versteckte Kamera. Aber wo ist der Typ, der den Zugangscode hat? Das wüsste ich jetzt gerne. Gucken wir mal hier. Hat eine Affäre. Und da unten haben wir auch noch eine Kamera. Aber angeblich soll das 37 Meter von mir hier entfernt sein. Hm. Drehen wir uns mal. Hier könnte ich jetzt was sprengen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte ja nicht auffallen. Da könnte ich jetzt das Tor öffnen. Das möchte ich aber auch nicht. Ich will den fucking Zugangscode. Also, gucken wir uns weiter um. Das kann jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Den hier kann ich anscheinend überhaupt nicht scannen. Oder? Dreh dich mal. Der kann Verstärkung rufen. Wechseln wir nochmal auf die Kamera. Wo haben wir dich? Wo ist mein Ziel? Ach Mann, komm schon. Wo ist er denn? Hier kann ich einen Alarm auslösen. Wechseln wir nochmal auf die Kamera da hinten. Da oben sind noch Wachen.
Also hier draußen scheint er nicht zu stehen. Wer bist du da unten? Bist auch nicht der Richtige? Ja, aber wen brauche ich denn? Ich glaube, ich bin schon dicht dran. Ich guck nochmal hier. Irgendwo muss er doch sein. Wechseln wir mal auf seine Kamera. Vielleicht hilft die mir ja weiter. Okay. Die hilft mir nicht weiter. Gehen wir nochmal raus. Ich will da jetzt eigentlich ungern Halligalli machen, indem ich hier reingehe. Ich möchte das auf die sanfte Tour lösen, bitte. Jungs, bitte. Fühl dich frei. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich will doch unbemerkt bleiben. Aber das muss da irgendwo sein. Ich glaube, wenn ich auf die gehe, dann bin ich schon recht gut bei der Sache. Was ist das für ein Zeichen da? 37 Meter, genau ab hier. Aber was soll das? Muss ich da etwa hinlaufen? Nee, um das herauszufinden, muss ich doch nicht das Gebäude hier betreten. Das geht doch definitiv auch so. Das ist auch wieder mal nicht meine Folge heute. Ihr müsst ein bisschen Geduld mit mir haben. Alles braucht seine Zeit. Ha. Gucken, das kann ich entriegeln. Das mache ich jetzt einfach mal. Hey, das gibt's doch nicht. Hallo? Hallo? Der hat eine Affäre. Ich gehe jetzt einfach mal so weit rein, wie es geht, ins Gebäude. Irgendwo muss er ja stecken. So. Irgendwo muss ich das Freundchen noch verstecken. Gehen wir mal darauf. Da ist er doch. Ja, da haben wir ihn. Okay. Somit haben wir das schon mal erledigt. Wechseln wir erstmal auf die Kamera. So. Ich will das. Okay. Okay. Da ist mein Ziel. Hallo. 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 Ich will da. Ich will. Hallo. Nein. Ah. Sieht okay aus. Och. Okay, dann versuchen wir es anders. Was macht der? Aber zumindest habe ich schon mal die Daten. Das ist ja schon mal das, was wir hauptsächlich hier brauchen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich mich ein bisschen reinschleichen kann, indem ich sie ablenke. Fangen wir mal hiermit an. So. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wir trauen uns mal ein bisschen ran. Ah, wohl kaputt. Ist ja nichts Neues hier. Whoops. Das könnte ein bisschen laut gewesen sein. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gemerkt. Ach, von hier kann ich natürlich jetzt keine Kamera anvisieren, oder? Ach, auch gut. Shit, scheiß Position gesucht. Versuchen wir es hier mal. Wo ist denn jetzt mein... Doch, da oben. Ganz knapp komme ich noch ran. Okay, dann schauen wir mal. Wen haben wir denn jetzt hier? Also wir haben ihn noch. Der nervt immer noch. Ich könnte jetzt den Alarm auslösen, dann würde er schon mal gut bedient sein. Er guckt auch in meine Richtung. Da könnte ich den Gabelstapler vielleicht nutzen. Wobei, dann könnten die da oben vielleicht hingucken. Auch nicht so vom Vorteil. Wir versuchen es jetzt mal mit dem Alarm. Was soll das hier? Okay. Riskieren was. Nein. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm. Komm.
Okay. Hier sieht's schon mal recht safe aus. Dann versuchen wir von hier unser Glück. Nein, den Lift will ich nicht benutzen. Nein, ich will die Kamera da hinten. Suchen wir uns mal ein bisschen hier. Jo. Okay, von hier hinten dürfte man mich jetzt nicht sehen. Als nächstes versuche ich mal hier in den Raum rein. Da haben wir irgendjemanden, der mir signalisiert wird. Dann wechseln wir auf diese Kamera. Okay, nochmal. So, jetzt kann ich den Zugangscode benutzen. Dann hoffen wir mal, dass ich das in der Zeit hinkriege. Ich werde jetzt Folgendes machen, wie zuvor auch. Was jetzt natürlich nicht hinhaut. Scheiße. Scheiße, scheiße. Oh Gott, jetzt habe ich Scheiße gesagt. Es tut mir leid. Ich wechsle jetzt erstmal hier rauf. Ich muss mich anders da anbahnen. Ich muss ihn nämlich... Ein Typen hier, der hat eine Kamera. Von hier kann ich ihn natürlich jetzt... Der Typ hat eine Kamera. Der könnte mir jetzt von Nutzen sein. Also, anlocken. Kamera. Das ist nicht normal. Jetzt muss ich mich ganz schnell beeilen. Na komm schon. Jo. Okay. Nein, nein, nein. So. Nein. Wie rum denn nun? Ich hab Besseres zu tun. Fuck. Okay. So. So. Okay. Jo. Den sollte ich zum Schluss machen. Der ist richtig. Der. Der. Was? Du bist so nicht... Fuck. Zeit, 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 Zeit. Okay. Yes. CTOS. Na bitte. Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Na Logo. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Okay. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Komm. Ich brauche ein Ablenkmanöver. Ich sehe nur meinen Charakter gerade so schlecht. So. Wir nutzen mal eben die Kamera. Ich muss hier nämlich wieder raus, sonst das habe ich natürlich jetzt schon benutzt, das Auto. Sprengung ist jetzt auch nicht so gut. Der guckt halt hier. Kann ich auch nicht mehr benutzen. Das ist echt schade. Versuche den Gabelstapler nochmal zu aktivieren. Vielleicht bringt der mir ein bisschen was. Fuck. Fuck. Ich versuch's jetzt einfach. Schnell raus. Oh fuck. Schnell weg. Um die Ecke. Das ist meine Firma. Geschafft. Okay. Okay. Jetzt muss ich eigentlich nur das Gebiet verlassen. Ich denke, dann bin ich durch. Wie war denn das noch? Wie komme ich... Oh, fuck. Ich habe die... Ich wollte gerade sagen, ich habe die Waffe in der Hand. Das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Okay, ich renne jetzt einfach hier über die Straße. Wird schon gut gehen. Einfach hier raus. Ja. Perfekt, also ich würde sagen, das haben wir doch gut gemeistert. Ohne Gewalt, ohne Probleme sind wir hier rausgekommen. Wir mussten nicht einmal die Waffe nutzen. Oh, ein Anruf. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer.
Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss einen Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Dann hat er Glück. Oh nein, 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 nein. Ich muss Auto fahren. Oh, das gefällt mir jetzt aber überhaupt nicht. Oh, schlechter Beifahrer. Das heißt nichts Gutes. Oh nö. Wie kam ich denn nochmal in mein Menü rein hier? Nein. Pack die Waffe wieder weg, aber ganz schnell. Wie komme ich denn nochmal? Wie war denn das gleich noch? Nein, ich will nichts scheren. Wo komme ich denn nochmal? Wie konnte ich denn da nochmal meine App aufrufen? Okay, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Nee, ging's nicht. Oh, jetzt hab ich schon wieder meine Waffe rausgepackt. Das gibt's auch nicht. Nein, das ist meine Slow-Mo. Toll. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich passe jetzt einfach mal. Ich muss das nachher nochmal... Ah, das heißt nachher. Ich kann das doch jetzt nochmal reingucken. Controller-Belegung. Wo habe ich es denn nochmal? Beim Ziehen, Schießen, Antippen, Wagen, Besteigen, Verlassen, Objekt nutzen, Drücken, Profile anhalten, Hacken, Kamera, Nachladen, Antippen, Song überspringen, Wegpunkt, Abkürzung, NB Smart... Ach ja! Natürlich. So. Kann ich mir nicht aussuchen, welches Fahrzeug ich nehme? Ich würde nämlich gerne mit Motorrad fahren. Was ist denn, wenn ich da jetzt schon mit dem Fahrzeug ankomme? Dann müsste das doch theoretisch... muss er mir doch einfach nur zusteigen, oder nicht? Das will ich. Frag danach und du wirst es bekommen. Ja. Okay. Alles wird gut. Givi, alles wird gut. Du musst nur jemanden kutschieren. Warum macht er das? Hui, es fängt ja schon mal gut an. Okay. Einfach kein Bleifuß sein. Einfach kein Bleifuß sein. Wow. Hier muss ich hin. Irgendwo. Hier will jemand abgeholt werden. In dieser Gasse? Naja, gut. Dann gehen wir mal durch die dunkle Gasse. Wir gehen mal außen rum. Oh, Moment. Geldautomat? Ich bräuchte ein bisschen Geld. Warum nicht? Okay, was sagt die Zeit? Ah, die Zeit sagt, dass wir leider schon am Ende unserer Folge sind. Ihr wisst ja, was ich nächste Folge zu tun habe. Ich darf jemanden kutschieren. Und wer die letzten Folgen gesehen hat, der weiß, was ich für eine verdammt gute Fahrerin bin. Das kann was werden. Ich glaube, das wird auch sehr lustig wieder. Von daher, ich will eigentlich gar nicht. Ich will nicht, aber ich muss ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.